Hallo zusammen, dieses Video ist inspiriert von dem Kanal Jean Bookish Thoughts, den ich euch unten mal verlinken werde. Sie macht das ab und zu, dass sie Buchempfehlungen so an Jahreszeiten knüpft und irgendwie Bücher für den Frühling, für den Sommer, für den Herbst und den Winter empfiehlt. Und es hat mich jetzt doch in den Fingern gekribbelt, das auch mal selbst zu machen. Ich bin durch mein Regal gegangen und habe ein paar Bücher gesucht, die in mir Sommergefühle wecken und die ich irgendwie mit Sommer assoziiere. Und fünf habe ich ausgewählt, die ich euch gerne vorstellen würde, falls ihr noch irgendwie so ein bisschen die Sommergefühle in euch wecken wollt oder falls ihr die richtige Lektüre für den Sommerurlaub sucht, dann seid ihr hier genau richtig. Bei meinem ersten Buch steckt der Sommer schon im Titel, The Summer Book von Tove Jansson. Auch der deutsche Titel heißt, meine ich, einfach das Sommerbuch. Und es erzählt von einer Großmutter und ihrer Enkelin, die einen Sommer auf einer winzig kleinen finnischen Insel verbringen. Tove Jansson hat hier viele eigene Erfahrungen einfließen lassen. Und es ist ein kleines Juwel von einem Buch. Es ist tatsächlich eines meiner absoluten Lieblingsbücher und es fällt mir ein bisschen schwer, den Finger drauf zu legen, was daran so wundervoll ist. Aber Tove Jansson erkundet einfach auf ganz wunderbare Weise in ihrer sparsamen Sprache so die Beziehung zwischen der Großmutter und der Enkelin und das Ganze in diesem tollen Setting auf dieser finnischen Insel mit der Natur und den Felsen und dem Wasser. Die beiden spielen dann zusammen Spiele, bauen Zelte, krabbeln da rein, haben aber auch so ein bisschen so ein kleines Machtgerangel untereinander manchmal und es ist einfach wundervoll. Von Dodie Smith, I Capture the Castle, habe ich letztens schon mal in einem anderen Video geschwärmt. Warum mich dieses Buch an Sommer erinnert, das macht der deutsche Titel noch deutlicher. Dort heißt es Mein Sommerschloss. Und tatsächlich spielt es in einem Sommer, sogar noch ein bisschen länger. Ich glaube, die Zeit umspannt so März bis Oktober. Und die junge Protagonistin Cassandra erzählt von ihrem Leben in einem alten, heruntergekommenen englischen Schloss, wo sie zusammen mit ihrer Familie lebt. Und von den Menschen, die sie drumherum kennenlernt. Das Besondere an diesem Buch ist diese Protagonistin, die einfach so unglaublich liebenswert ist und ihre Stimme, die die Geschichte erzählt. Es ist auf jeden Fall ein Buch zum drin versinken und ein Buch, bei dem ich richtig Lust hätte, es einen Sommer über nochmal zu lesen. Nummer 3 auf meiner Liste ist Der kleine Freund von Donna Tartt. Alle Bücher von Donna Tartt sind Meisterwerke und jedes davon kann man blind weiterempfehlen. Dieses hier steht auf meiner Liste, weil es während einem super heißen, trockenen Sommer spielt und weil es viele Szenen am Pool gibt. Und das lässt mich eben dann an Sommer denken, wenn ich diesen Titel höre. Die Hauptperson ist ein junges Mädchen namens Harriet. Es gibt ganz am Anfang des Buches ein schreckliches Ereignis, das ihrer Familie widerfährt. Ich denke, es ist kein Spoiler, wenn ich das sage, weil es eben so ganz am Anfang passiert und weil der Verlag es tatsächlich auch auf dem Klappentext abgedruckt hat. Ihr älterer Bruder wird erhängt an einem Baum wiedergefunden, tot, und der Mord wird niemals aufgeklärt. Es ist unerklärlich, wie das passieren konnte. Und jetzt Jahre später, in diesem Sommer, setzt sich die junge Harriet in den Kopf, sie möchte diesen Mord aufklären. Donna Tartt ist eine Meisterin, sie schreibt wundervoll. Ihre Bücher sind tendenziell eher langsamer und detailliert erzählt. Gleichzeitig sind es aber trotzdem Page-Turner, die einen unglaublich packen. Natürlich gibt es hier dann noch diesen Mord und dieses Mystery-Feeling, was einen in den Bann zieht. Und wenn man für den Sommerurlaub noch einen richtig schönen, dicken Schmöker sucht, dann ist das vielleicht genau das Richtige. Ins Auge fiel mir dann noch, als ich so durch mein Regal ging, Der Blaubeersommer von Polly Horvath. Das hier ist ein seltsames Buch. Es wird, glaube ich, als Kinderbuch vermarktet, wobei ich denke, es kann auch von Erwachsenen gut gelesen werden. Ich selbst habe es als Kind gelesen, weswegen es schon ziemlich lange her ist und meine Erinnerung etwas vage ist. Aber ich habe noch ein ganz spezielles Gefühl, wenn ich an dieses Buch denke. Und es weckt in mir definitiv auch Sommergefühle. Ich würde sagen, wir lesen einfach mal zusammen den Klappentext. Die schüchterne Ratsche soll zum ersten Mal allein in die Ferien fahren, aber muss es gleich zu zwei exzentrischen uralten Tanten sein, die in einem einsamen Haus in der Wildnis leben, nur umgeben von Blaubeeren und wilden Bären? Nicht einmal der Postbote scheint den Weg dorthin zu finden und ein funktionierendes Telefon gibt es auch nicht.
Mit ihrem wunderbaren Sinn für Humor und exzentrische Charaktere hat Polly Horvath eine warmherzige, geistreiche und ungeheuer komische Geschichte geschrieben. Ein ebenso tiefgründiges wie kurzweiliges Leservergnügen. Ich glaube, das Tiefgründige, das würden dann eher so die Erwachsenen herauslesen und die Kinder werden sich eher amüsieren über diese exzentrischen Tanten und diese verrückten Dinge, die dort passieren. Eine Szene, an die ich mich zum Beispiel noch erinnere, ist, wie Ratsche ihre Mutter fragt, warum sie Ratsche heißt. Und die Mutter erzählt, ja, als du geboren wurdest im Krankenhaus, da lag so ein Werkzeug auf der Fensterbank und dein Vater meinte, es wäre, ich sag jetzt mal ein Schraubenzieher, ich weiß nicht mehr genau, irgendwas anderes. Und die Mutter war der Meinung, es ist eine Ratsche. Und die beiden haben sich furchtbar in die Haare gekriegt und angeschrien. Irgendwie ist der Vater dann aus dem Zimmer gestürmt, glaube ich. Dann kam die Krankenschwester rein und hatte ein Formular dabei, wo die Mutter den Namen des neugeborenen Kindes eintragen sollte. Und in ihrer Rage schrieb sie Ratsche, Ratsche, sodass Ratsche mit erstem Namen Ratsche und mit zweitem Namen Ratsche heißt. Ja, so eine Art von Buch ist das. Eine Sache muss ich noch erwähnen, und zwar, dass das Ganze in blaubeerblauer Tinte geschrieben ist. Und zu guter Letzt habe ich für euch Die Königin der Orchid Street von Susan Jane Gilman. Dieses Buch lässt mich an den Sommer denken, weil es darin um Eiscreme geht. Die junge Malka kommt als kleines Mädchen zusammen mit ihrer Familie als Einwanderer in die USA. Sie leben in New York, sind aber furchtbar arm und leben von der Hand in den Mund. Aber Malka gelingt es im Laufe ihres Lebens durch ihren pfiffigen Verstand und so ein natürliches Gespür fürs Geschäftsleben ein riesengroßes Eiscreme-Imperium aufzubauen. Das Ganze spielt im 20. Jahrhundert und während Maltas Leben und während so immer mehr Eiscremesorten und neue Techniken zum Gefrieren des Eises entwickelt werden, verfolgt man eben auch so ein bisschen die Entwicklung im Amerika der damaligen Zeit. Und es ist eine super kurzweilige, spannende Geschichte, bei der ich euch garantiere, dass ihr ständig Lust haben werdet, Eis zu essen. Also kein Buch für die schlanke Linie. Ich finde ja auch immer sehr bewundernswert, wenn Autoren Charaktere schaffen und vor allem Protagonisten schaffen, die Ecken und Kanten haben. Und das möchte ich hier nochmal hervorheben. Malka hat nicht nur Ecken und Kanten, Malka ist geradezu stachlig, also unglaublich eigensinnig, widerspenstig, kratzbürstig, aber trotzdem fiebert man mit ihr mit und schließt sie total ins Herz. Das waren meine 5 Bücher für den Sommer. Mich würde natürlich sehr interessieren, ob da ein interessanter Tipp für euch dabei war. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Lasst mich auch gerne wissen, ob ihr schon Lektüre ausgewählt habt für den Sommerurlaub und was da so dabei ist. Oder welche Bücher euch an Sommer denken lassen. Das ist ja auch irgendwie etwas sehr Subjektives, schätze ich mal. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.